Hallo und willkommen zurück bei Skyrim. Wir reden mit Brenjol. Habt ihr mehr als nur euer Können unter Beweis gestellt? Leute wie euch brauchen wir in unserer Gruppe. Ja, weil ihr nichts taugt, ha? Wenn da noch mehr Gold zu holen ist, bin ich dabei. Das ist die richtige Einstellung. Der Diebstahl liegt euch im Blut. Ihr seid ein echter Langfinger. Ihr werdet bestimmt gut zu uns passen. Ja, bevor wir gehen, muss ich euch fragen. Woran denkt ihr? Und was meint ihr, meine Liebe? Es heißt, ihr wärt in letzter Zeit nicht gerade von Erfolg gesegnet gewesen, stimmt das? In letzter Zeit gab es eine Durststrecke, jedoch nichts Besorgniserregendes. Naja. Wisst ihr was? Das guckt der eigentlich so. Wir bringen uns weiterhin Geld und ich kümmere mich um alles andere. In Ordnung. In Ordnung. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, folgt mir einfach und ich zeige euch alles. Wieso lasst ihr euch nicht einfach hier nieder? Auch wenn ihr einer von uns seid, macht ihr lieber keinen Ärger. Mach du mir mal keinen Ärger, brich die um. Ihr solltet erst mit Mercer und Brynjol reden. Wir können uns später unterhalten. Lasst mich für euch sorgen. Mhm. Wer ist Mercer? Ich erkläre euch alles, dann könnt ihr eure Fragen stellen. Kein Tür. Ich habe den Zwergenhammer gefunden, nachdem ihr gesucht habt. Wirklich? Danke. Morgen bekommt ihr das restliche Geld. Ja, das war merkwürdig. Kostete 100 Septime mehr, als ich erwartet hatte. Bevor wir hinterhergehen, wir gucken uns mal um. Wir beklauen Diebe. Yay. Also ist das ja kein Clown. Wir holen nur zurück. Oh, stark. So. Alles klar, hinterher. Aber es ist eine nette Unterhaltung, die sie hier führen. Muss man schon sagen. Nichts Besorgniserregendes. Gut. Er ist hinter mir. Ah. Bleibt hinter mir. Es ist nicht mehr weit. Okay, ja, dann lauf. Mercer, von dieser Person hier habe ich euch erzählt. Unser neuer Rekrut. Hallo. Das wird hoffentlich nicht schon wieder eine Verschwendung von Gildenmitteln, Brynjolf. Bevor wir weitermachen, will ich eines absolut klarstellen. Wenn ihr euch an die Regeln haltet, seid ihr am Ende reich. Der sieht ziemlich krank aus. Wenn ihr die Regeln brecht, verliert ihr euren Anteil. Kein Wenn und Aber, keine Diskussion. Ihr tut, was wir sagen, wann wir es sagen. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Nö. Ich weiß nicht. Regeln? Wir sind doch Diebe. Wozu Regeln? Das überhöre ich mal, weil ihr ja noch neu seid. Bei der nächsten unpassenden Frage haben wir beide ein Problem. Also, verstehen wir uns? Na gut. Gut. Dann ist es wohl an der Zeit, euer Fachwissen auf die Probe zu stellen. Okay. Wartet mal. Schwimmbrett. Ihr redet doch nicht etwa über Goldenglanz, oder? Selbst unsere kleine Vex ist da nicht reingekommen. Ihr behauptet, dass dieser Rekrut eine Begabung für unser Geschäft aufweist. Ja. Dann soll er es beweisen. Okay. Gut Goldenglanz ist für einen unserer größten Kunden enorm wichtig. Mhm. Allerdings hat sich der Eigentümer plötzlich entschieden, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und uns auszusperren. Wir müssen ihm eine Lektion erteilen. Kriege ich hin. Brynjol wird euch die Einzelheiten erklären. Natürlich könnt ihr mir ein Getränk bestellen. Ihr müsst gar nichts sagen. Ich habe euch schon laut und deutlich verstanden. Ja. Nun, weil Brynjol mir versichert, dass ihr ein großer Gewinn für uns seid, könnt ihr mitmachen. Willkommen in der Diebesgilde. Er ist mir auch viel sympathischer als du. Willkommen in der Familie, Bürschchen. Ich erwarte, dass ihr reichlich Geld einbringt. Also enttäuscht mich nicht. Okay. Und wie komme ich zu meinem Anteil? Ganz einfach. Ist viel wichtiger. Tut, was man euch sagt und haltet eure Klinge sauber. Wir verdienen unser Geld nicht mit Mord. Ihr solltet mit Delvin Mallory und Vex reden. Sie kennen sich aus und können euch ein paar zusätzliche Aufträge verschaffen. Okay. Oh, und sprecht mit Tonelia in der zersplitterten Flasche. Sie kümmert sich um eure neue Rüstung. Erzähl mir was.
erzählt mir etwas über den Goldenglanz-Auftrag. Goldenglanz ist eine Imkerei. Dort liefern die verdammten kleinen Biester ihren Honig ab. Das Gut gehört einem großmäuligen Waldelfen namens Aringot. Ihr müsst ihm eine Lektion erteilen, indem ihr drei der Bienenstöcke niederbrennt und den Tresor im Haupthaus leerräumt. Nur wenn es weiter nichts ist? Der Haken besteht darin, dass ihr nicht einfach alles niederbrennen könnt. Der bereits erwähnte und wichtige Kunde Mercer wäre in diesem Fall außer sich vor Wut. Okay, na und? Wir sind die Diebesgilde. Klingt sinnvoll. Warum sind diese Kunden so wichtig? Die Gilde braucht Abmachungen mit einflussreichen Personen, damit alles problemlos läuft. Ja. Ohne ihre Unterstützung bekämen wir ernste Probleme. Was ist mit Aringot? Ich möchte, dass Aringot am Leben bleibt. Wenn er euch jedoch daran hindert, den Auftrag zu erledigen, tötet ihn. Für die Gilde hängt viel davon ab. Lasst mich nicht dumm dastehen, indem ihr es vermasselt. Niemals. Ich muss noch mehr über Gut Goldenglanz wissen. Gut Goldenglanz hat der Gilde Unmengen eingebracht. Man könnte es als unser bestes Geschäft bezeichnen. Mhm. Dann zahlt Aringot aus heiterem Himmel unseren Anteil nicht mehr. Mercer war nun verärgert, um es milde auszudrücken. Also haben wir Vex geschickt und dann herausgefunden, dass er Söldner angeheuert hatte, um das Gut zu bewachen. Und nun? Söldner? Nicht die Wachen von Riften? Genau. Aringot hat die Wachen zum Teufel gejagt und die gesamte Insel befestigt. Ach du Vex Scheiße. Ist gerade noch mal mit dem Leben davon gekommen. Ihr solltet mit ihr reden, bevor ihr geht. Ja, das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Wie zerstöre ich die Bienenstöcke? Sie sind wie kleine Festungen aufgebaut, um dem Wetter zu trotzen. Ihr Schwachpunkt ist jedoch das Feuer. Außerdem wird eine riesige Rauchsäule den Einwohnern von Rifton perfekt verdeutlichen, dass wir es ernst meinen. Hat er recht. Warum brennen wir nicht einfach gleich das ganze Anwesen wieder? Ist ja klar, die wollen da ja noch ein bisschen Profit rausschlagen. Ich gebe euch einen guten Grund. Maven Schwarzdorn. Wenn wir alle Bienenstöcke abbrennen, muss sie den Honig für die Brauerei importieren, was ihren Gewinn schmälert. Okay. Die haben wir auch schon kennengelernt. In der Botschaft damals. Wir hatten eine Vereinbarung mit Maven und achteten auf Gut Goldenglanz, um den Honig fließen zu lassen. Mhm. Wenn es Probleme mit den Arbeitern gab, haben wir uns darum gekümmert. Mitbewerbern, die Honig von Aringot kaufen wollten, stahlen wir die Ladung. Im Gegenzug ermöglichte es uns Maven, Aringot zu erpressen und reichlich Geld zu scheffeln. Ah. Und wie gefährlich ist es, ihr in die Quere Sagen zu kommen? Sagen wir es mal so. Nichts geschieht in Rifton ohne Mavens Zustimmung. Ein Wort von ihr und ihr könnt den Rest der vierten Ära im Gefängnis verbringen. Klingt doch fair. Ich suche einen alten Mann, der sich wahrscheinlich im Rattenweg versteckt. Ja, ich glaube, ich kenne ihn. Er versteckt sich in den Rattenweg-Wohnkasernen und er bezahlt uns gut dafür, dass niemand davon erfährt. Okay. Seid auf der Insel vorsichtig. Diese Söldner nehmen keine Gefangenen. Oh, eine Gildentruhe. Und da darf ich jetzt nehmen, was ich will. Oh, das war voll nett von ihnen. Wie fandet ihr meine Idee? Ich hoffe, die füllen sie jeden Tag auf. Ui. Eisenpfeile, ja. Der Niedergang, okay. Ist jetzt kein Buch, was mir was bei... Wisst ihr was? Das ist voll cool hier, ne? Ich glaube, wenn schmeißt ihr euch hier raus. Also schmeckt es euch ab. Also wir können uns ja alles nehmen, das finde ich ja prickelnd. Schattenzeichen. No, ich dachte, ich lerne wenigstens ein bisschen mal was hier. Ah, ihr habt es geschafft. Schön, euch zu sehen. Du bist unsympathisch. Ich werde nie vergessen, wie ihr mich vor diesem wahnsinnigen Talmor gerettet habt. Ja, irgendjemanden habe ich sicherlich gerettet. Erstmal alles looten. Dietrich. Boah. Ihr füllt das aber alles wieder auf, Freunde, ne? Wenn ich wiederkomme, ist das wieder voll. Oh, was ist mit ihm? Da oben komme ich gar nicht an deine Pfeile ran, Mann. Stahlpfeile. Was könnt ihr? Was könnt ihr? Ja, Taschendiebstahl brauche ich nicht. Macht mich ja nur schlechter. Handschuhe. Bestimmt auch wieder Taschendiebstahl oder so. Schlösser knacken. Das können ja meine jetzigen Handschuhe.
Bögen. Ne, bringt mir ja nichts. Es bringt mir ja alles nichts, wenn ich dadurch meinen Schaden verliere. Junge. Wahrscheinlich nicht. Nee. 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 Die wollte ich lahm. Ja, wir können kurz reden, was los. Hier richtige Wellen. Das gefällt mir. Wenn ihr euch mal unterhalten wollt, egal worüber, sagt einfach Bescheid. Du siehst ziemlich unentspannt aus, wie du da stehst. Könnt ihr mir irgendwas über Gut Goldenglanz erzählen? Ich würde gar nicht erst versuchen, die Bienenstöcke mit einer Waffe klein zu hacken. Steckt sie einfach an. Die brennen wie Zunder. Okay. Wie seid ihr zu eurem Namen gekommen? Viper, der Flinke. Er rührt von einem Auftrag her vor ein paar Jahren. Okay. Sollte eigentlich bloß ein simpler Einbruch werden. In ein Haus in Windhelm. Mhm. Ich arbeitete mit Vex zusammen und wir sind ohne Schwierigkeiten reingekommen. Wir fanden die Beute und machten uns aus dem Staub. Klingt für mich völlig normal, ja, hat er recht. Auch, bis wir wieder draußen waren. Das Haus war von der Stadtwache umzingelt. Der Kunde hatte uns verraten. Und Penner. Vex meinte bloß, ich solle laufen. Also lief ich. Die Hälfte von denen jagte mir hinterher, die andere Hälfte ihr. Wurde einer von euch geschnappt? Ja, wahrscheinlich nicht, wenn Vex auch hier ist. Ihr macht wohl Witze. Vex hatte sie im Nu abgehängt. Sobald sie in die Schatten tritt, verschwindet sie einfach. Ich lief und lief. Schnurstracks durch die Tore von Windhelm. Den ganzen Weg zurück nach Rifton. Das ist ja eine unglaubliche Vex Strecke. Vex wartete schon in der zersplitterten Flasche auf mich, als ich reinkam. Schweißgebadet. Die haben mich alle bloß angeguckt und losgepostet. Warum haben sie gelacht? Ja, ich hatte vergessen, dass wir unsere Pferde gleich außerhalb von Windhelm angebunden hatten. Vex ist mit ihrem zurückgeritten und war Stunden vor mir da. Und daher trat ich diesen Spitznamen. Behaltet die Geschichte für euch, ja? Ja, ich erzähle sie meinen Kindern. Könnt ihr mir was übertaschen? Nee, jetzt brauche ich nicht. Kommt jederzeit zu mir zurück. Kommt mal kurz her. Liebestraining benötigt. Ich bin noch da. Könnt ihr mir irgendwas über Gut Goldenglanz erzählen? Der Honig von diesem Stück Fels wird für die Herstellung des Schwarzdornmets verwendet. Ah, deswegen so wichtig. Der köstlichste Met in ganz Himmelsrand. Mhm. Wie seid ihr zu der Gilde gekommen? Ich habe in Walenwald in der Kellerei meines Vaters gearbeitet. Glaub mir. Unser Wein war der beste, der jemals eure Lippen benetzt hat. Es lief gut. Ich verdiente viel, hatte ein großes Anwesen und war sogar mit einer hübschen jungen Dame verlobt. Okay, warum habt ihr das alles aufgegeben? Weil es eintönig war. Jeder Tag lief nach der gleichen langweiligen Routine ab. In der Kellerei arbeiten, Besuche bei Freunden, Feste mit Leuten, die mir egal waren. Ich wollte ein bisschen Spannung. Etwas Gefährliches. Also wurde die eigentlich... Ich schloss mich einer Gilde in Walenwald an. Ich glaube, sie nannten sich die Silbernen Mondsicheln. Ich habe viele Jahre für sie gearbeitet. Der Verdienst war prächtig, aber das war mir egal. Ich habe das Gold nicht wirklich gebraucht. Ich war bei ihnen, weil es passte. Ich fühlte mich lebendig. Wie seid ihr nach Himmelsrand gekommen? Nach einer Weile bekam mein Vater mit, was ich tat. Eines Nachts stellte er mich vor eine Wahl. Ich konnte Walenwald verlassen oder mich von ihm ins Gefängnis bringen lassen. Er gab mir einen Tag, um mich von allen zu verabschieden. Das muss schwer gewesen sein. Ja, ich glaube nicht für ihn. In Himmelsrand landete ich dank eines Kontakts aus der Zeit bei den Mondsicheln. Das war der gute alte Delvin. Er stellte mich Gallus vor und das war es. Seitdem bin ich hier. Und wisst ihr schlecht. Was? Trotz allem, was ich zurückgelassen habe, bedauere ich es kein bisschen. Das dachte ich mir schon. Kommt gerne wieder, wenn ihr eure Schießkünste verbessern wollt. Ich würde gerne meine Schießkünste verbessern. Viele beeindruckt, auch mich. Das wollte ich euch nur sagen. Novize, Lehrling, Meister, Adept, Experte. Wollen die alle einmal aufmachen? Erst kommt her, kommt näher und dann habt ihr nichts verloren. Peng, peng. Ihr wisst, dass ihr hier nichts. Was ist mit ihm? Gut,
erhalten haben. Ich dachte, ich hätte eigentlich geskillt, dass ich mehr Beute bekomme. Ach, das sind gemeine Schlösser. Die brechen. Du hast nur eine Chance, sie aufzubekommen. Ihr habt ja nichts. Ich verstehe. Die sind ein bisschen schwieriger, das ist wohl wahr. Bei den anderen Schlössern kann man ja immer wieder neu ansetzen, aber bei dem hier nicht. Und Meister ist echt noch eine harte Nuss. Oh, perfekt. Nur 5 Dietriche habe ich es aufgehoben. Easy. Orkischer Helm. Ja gut, der bringt mir jetzt nicht so viel. Ich könnte ihn eventuell entzaubern. Den kann ich auch später holen. Hier müsste ich... Oh, so eine einfache Truhe dann wieder. Peng, peng. Offen. Ich dachte eigentlich, ich würde jetzt an den Thron ein bisschen länger hocken. Schwarze Robe. Ach komm, hab dich mal nicht so. Eine Gildenkapuze? Was macht die? 10% bessere Preise. Ja, mal. Hier gibt es ein ganzes Equipment, glaube ich, am rumliegen. Aber ganz ehrlich, es verbessert mich ja nicht. Nicht wirklich. Zwergenpfeile. Ja, schieß mal noch ein paar hundert Mal und dann hole ich mir die Pfeile später. Ja, gut. Aber der Typ kann sich auch nicht entscheiden, ob der jetzt nett oder böse zu mir sein soll. Ah, huh? Wex. Wex, Wex, Wex. Bist du Wex? Wer bist du denn? Bin ich dein Freund? Sprecht, Elf. Ich wollte euch etwas sagen. Ja, dann sag's mir doch einfach. Boah, wieder so massiv viele Pfeile hier. Entschuldigung. Wex. Naja, wurscht. Achso, Schlüssel erforderlich. Was wollt ihr, kleiner Elf? Ach, da hinten könnten wir auch durchgehen. Vielleicht finden wir da hinten. Ach ja, da kommen wir ja wieder zu den anderen. Und die können uns vielleicht weiterhelfen. Das ist vielleicht die Wex. Ihr seid also Brynjolfs neuer Schützling. Hallo. Bevor wir anfangen, will ich 2 Dinge unmissverständlich klarstellen. Bitte schön. Ich bin der beste Infiltrierexperte, den dieses Rattenloch von Gilde zu bieten hat. Okay. Wenn ihr glaubt, ihr könntet meinen Posten übernehmen, habt ihr euch getäuscht. Will ich gar nicht. Und zum Zweiten, ihr folgt meinem Beispiel und tut genau, was ich sage. Keine Fragen, keine Ausflüchte. Okay. Dann verstehen wir einander, ja. Gut. Dass wir wissen sollten. Jetzt ist es Zeit, dass ihr Erfahrung sammelt. Und ich will keine Zeit mit Nebensächlichkeiten vertrödeln. Ich auch nicht. Worum geht es denn? Beschönigen. Es geht uns hier unten nicht gut. Das hat sie in der Tat. Habe ich schon gemerkt. Habt ihr eine Ahnung, warum? Der alte Delvin glaubt, es sei ein Fluch im Spiel. Ich glaube, er ist verrückt. Wenn ihr mich fragt, dann ist das einfach bloß Pech. Soll vorkommen. Und ihr was nun? Ihr könnt uns da draußen wieder einen Namen machen. Dafür sorgen, dass sie uns fürchten. Immer Ecke. Wie früher einmal. Und dabei könnt ihr auch gleich ein wenig Geld verdienen. Das ist doch kein schlechtes Geschäft. Was meint ihr? Na, eigentlich ganz gut, warum? Ich habe gehört, dass ihr zusätzliche Aufträge habt. Ich brauche Training im Schlösserknacken. Ist dieser Selbststein oder selbst am Stein was wert? Es ist schon eine Weile her, seit ich einen davon gesehen habe. Das ist ein Stein von Barensia. Ist der was wert? Zustand. Den Stein hat ein Dieb aus der zeremoniellen Krone Barensias entfernt, um seine Spuren zu verwischen. Wie viel gibt es davon? Ich glaube, es waren insgesamt 24. 24! Die bewahren sie nur als Kuriosität auf. Im Laufe der Jahre haben einige Gildenmitglieder versucht, sie zu finden, aber ohne Erfolg. Nun, bis jetzt. Die liegen doch überall rum, Mann. Ihr wollt ihn ganz sicher nicht kaufen? Ich kann nur Dinge kaufen, die ich schnell mit Gewinn weiterverkaufen kann. Ja, das ist wohl wahr. Diese Steine will niemand haben, wenn nicht der ganze Satz beisammen ist. Ich sage warum euch eigentlich etwas. Nicht? Kommt wieder, wenn ihr auch die restlichen gefunden habt. Boah. Sonst behaltet ihn. Vielleicht bringt er euch Glück.
Ich habe erfahren, dass ihr Schwierigkeiten auf Goldenglanz hattet. Das stimmt. Dieser Taugenichts von einem Waldelfen, der ist viel schlauer, als ich erwartet hatte. Könnt ihr es fassen, dass dieser Mistkerl seine Wachen mehr als verdreifacht hat? Es müssen nee. 8 von ihnen dort drin sein. Als wollte er uns herausfordern, zu kommen und ihn zu holen. Machen wir einfach. Habt ihr irgendwelche Tipps, wie ich da reinkomme? Nun, es gibt einen alten Abwassertunnel, der sich auf der nordwestlichen Seite der Insel in den See ergießt. Mhm. So bin ich dort hineingelangt. Sicher ist er immer noch unbewacht. Alles klar. Ich habe gehört, dass ihr zusätzliche Aufträge habt. Ich kümmere mich um Einbruch, Denunziation, Ausräumen und Raubüberfälle. Meistens muss man dazu irgendwo einsteigen. Kein Problem. Wenn euch solche Arbeit nicht zusagt, wendet euch an Delvin. Bei ihm geht es etwas direkter und, sagen wir, persönlicher zu. Na. Hey, alles klar, wir kümmern uns. Wo ihr hingeht? Wir haben zu tun. Aha.